Alert, Leute! Roter Alarm ist am Start! Es ist soweit! Es ist offiziell! Es geht los! Live-Event! Der Timer, der Countdown ist da und wird jetzt projiziert. Und mit dir an dieser Stelle mal schöne Grüße mal an Team Nachtaktiv! Seid ihr noch wach, Leute? Bleib mal ein bisschen wach! Es dauert nicht lange, das Video wird nicht zu lange sein, weil ich heute Morgen eigentlich schon das meiste runtergerattert habe, aber es ist endlich offiziell, der Countdown ist an der Rakete projiziert. Genau wo ich jetzt das Video aufnehme, sind es 8 Stunden und 42 Minuten, aber da das Video natürlich noch ein bisschen braucht, bis ich das schneide und so weiter, das Live-Event, und schreibt es euch auf, Leute, 13. Oktober, 20 Uhr findet es statt. Aber ihr solltet euch ein anderes Datum aufschreiben, Leute. Vergesst das um 20 Uhr, das ist Käse. Richtig coole Zuschauer, die schreiben sich denn um 17 Uhr auf, weil dort startet schon der Livestream zu dem Live-Event und zu der neuen Season, Leute. Tatsächlich ist es dieses Mal so, dass dass die neue Season direkt nach dem Live-Event stattfindet. Um 20 Uhr enden auch die Overtime-Herausforderungen, Verlängerungsherausforderungen. Und dann kommt das Live-Event. Dann werden die Server runtergefahren, Update wird aufgespielt und dann startet auch direkt die Season 11. Stand aktuell, was wir bisher wissen, wohlbemerkt, ne? Kann sich ändern. Mit Vorsicht genießen, aber das ist das, was bisher, sag ich mal, herumkursiert und, sag ich mal, die größten Anzeichen sind. So, und ich übernehme es für euch mal. Ich mach's für euch, Leute, damit ihr es ein bisschen einfacher habt. Hey Siri, erinnere mich am 13.10. um 17 Uhr Stamplay Livestream schauen. Okay. Deine Erinnerung wurde eingestellt für 13. Oktober 2019 um 17 Uhr. Perfekt, perfekt. Okay, okay, Google. Erinnere mich am 13.10. um 17 Uhr Stamplay Livestream schauen. Ja, ich hoffe mal, es hat reagiert. Oh, nochmal, Alexa. Erinnere mich am 13.10. um 17 Uhr Stamplay Livestream schauen. Okay, hat die gemacht, ne? Da ist so einer. Da ist so ganz halt einer. Haben wir eingerichtet. Und Leute, Hand hoch, bei wem heute die Erinnerung reingekickt hat, ne? Ich habe ja schon vor circa einer Woche oder so, sag ich mal, eine Erinnerung gebastelt, wo ich auch genau das gleiche gemacht habe, damit ihr Bescheid wisst, wann das stattfindet. Ne? Und da habe ich um 17 Uhr hat das Ding dann einfach angefangen herumzubimmeln, weil halt das erste ursprüngliche Datum ist. So, den habe ich auch noch. Aber das ist nicht das Einzige, was aufgetaucht ist. Nicht nur der Countdown über der Rakete. Nein, es ist noch was Neues reingekommen, Leute. Apropos coole Zuschauer, Leute. Habt ihr schon meinen Zweitkanal ausgecheckt? Stan Lol What? Dort lade ich aktuell täglich hier Call of Duty Mobile hoch, was übelst bockt. Ne, solltet ihr auf jeden Fall auschecken. Kommt mal, hat auf jeden Fall eine Menge Videos raus, sowohl auf diesem Kanal als auch auf dem Zweitkanal. Wenn ihr Bock drauf habt, ein bisschen Abwechslung oder allgemein einfach einen coolen Zuschauer gehört, checkt Stan Lol What ab. Ne, und würde mich auch freuen, wenn ihr dort einen Abo-Button reinhauen könntet, weil wir stehen da kurz vor den 50.000 Abonnenten. Und irgendwann ist mein Ziel dort auch auf dem Zweitkanal mal die 100.000 zu erreichen. Ist aber auch ein schönes Ding. Neben der Rakete wurden aber auch die ganzen Fernseher aktualisiert und der Countdown läuft jetzt auch auf dem Fernseher. Genau der gleiche, der auf der Rakete ist, damit das auch wirklich jeder mitbekommt. Ne? Hier in Jerusalem, hier gibt es auf jeden Fall, beziehungsweise Banditenstadt, gibt es ja ein Häuschen mit Tausenden von Fernsehern. Ne? Und darauf sieht man auf jeden Fall den Countdown in allen möglichen Variationen. Wenn ihr im Ausland seid, solltet ihr euch auf jeden Fall diese Liste mal vormerken. Ne? Deutsche Zeit ist 20 Uhr, aber wenn ihr gerade in Amerika unterwegs seid, dann ist es halt 11 Uhr. Dann ist es in Brasilien um 15 Uhr, in Singapur ist es 2 Uhr, China auch 2 Uhr nachts, ne? Am blödesten ist Australien dann, bei denen ist es 5 Uhr nachts, ne? Irgendwo auf der Welt ist es halt immer nachts. Irgendein Land hat immer die Arschkarte. Deswegen können wir eigentlich in Deutschland schon ziemlich froh sein über die ganzen Zeiten, ne? Es geht deutlich schlimmer. Auch üblich die ganzen Update-Zeiten sind wir eigentlich noch ziemlich gut dran. Da aber der Livestream um 17 Uhr anfängt, solltet ihr natürlich euch eine andere Zeit merken, Leute. Und zwar 8 Uhr Amerika und in England ist es 16 Uhr, Moskau 18 Uhr, Dubai 19 Uhr, Indien um 20 Uhr. Dort solltet ihr reinschalten in den Livestream. Und wir werden auf jeden Fall gute Laune verbraten, Party machen. Knabbereien haben wir, Musik. Wow. Oh.
100 Juni ein bisschen Community-Spiele und seid dabei. Würde mich mega freuen, wenn ihr bei mir dabei seid im Livestream, ne Leute. Werden natürlich zig YouTuber streamen, auch diejenigen, die Fortnite jetzt in Season 10 komplett hingeschmissen haben, werden natürlich wieder alle angekrochen kommen und die neue Season angucken, keine Frage, ist ja jeder geil drauf. Aber es würde mich freuen, wenn ihr bei mir bei dabei seid, ne. Vor allen Dingen, Leute, lasst uns das Ding durchrocknen, ne. Selbst wenn Season 11 volle Kanne reinkackt, dann erleben wir das zusammen alle, ne. Wenn wir keine neue Karte reinkriegen und das Ding komplett abstürzt, dann ist das halt so. Dann ist das ein würdiges Ende für alles, was mit Fortnite war, ne. Aber dann lasst uns zusammen erleben. Haut ein Like rein, Leute, wenn ihr euch nur freut. Abo-Button und Glocke, wenn ihr das natürlich alles nicht verpassen wollt. Bis dahin gibt es natürlich noch eine Menge Videos, wie natürlich Verlängerungsherausforderungen, noch ein paar Fake-Leak-Checks. Es gibt eine Menge Leaks, die herumkursieren. Vielleicht gibt es noch dazwischen irgendwas. Mal schauen, was da noch auf jeden Fall kommt. Würde mich mega freuen. Und gebt mir Flosse. Flop. Was ich noch vergessen habe, Leute. Natürlich, weil es Season 11 ist, wird es auch den Battle Pass 11 Mal zu gewinnen sein. Ne? Ich werde 11 Mal den Battle Pass an euch verlosen. Für alle, die im Livestream drin sind, werde ich immer wieder mal zufällige Zuschauer herauspicken, die natürlich einmal längst im Livestream drin sind. Desto länger ihr drin seid, desto besser ist die Chance. Von daher würde mich natürlich freuen und ich will natürlich auch ein bisschen was zurückgeben, wie immer, für den Support. Würde mich freuen und gebt mir Flosse. Flopp.